Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz. Am Schönau am Königssee, auf dem Campingplatz Grafenlehen. Genau. Da verbringen wir jetzt eine Woche Urlaub hier. Die Wettervorhersage war super für die Tage. Die Moni sonnt sich schon. Und hier in Schönau am Königssee, das heißt Berchtesgadener Land, da kann man wirklich viel unternehmen, gell? Viele Wanderungen machen, ja. Absolut. Und wir machen natürlich auch wieder eine Stellplatzführung. Genau, da seid ihr dabei. Könnt euch mal den Campingplatz Grafenlehen dann näher anschauen. Und wie immer, wenn ihr Lust habt, bei unseren Unternehmungen dabei zu sein, nehmen wir euch natürlich gerne mit. Genau. Und dann starten wir jetzt erstmal mit der Stellplatzführung und später mit den Unternehmungen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Der Campingplatz Grafenlehen liegt bei Schönau am Königssee. Links seht ihr die Königsseer Aache. Der Campingplatz selber hat ca. 160 Stellplätze, Standardstellplätze und Komfortstellplätze und einen Triftplatz. Eingebettet zwischen den Bergen und Wiesen liegt er einfach nur genial schön. Links hinten seht ihr den großen Parkplatz vom Königssee und rechts gibt es nochmal einen Stellplatz ohne Stromversorgung, aber mit Wasserver- und Entsorgung. Hier die Auffahrt zum Campingplatz mit Schranke. Wenn ihr oben angekommen seid an der Auffahrt, habt ihr gleich links das Rezeptionshäuschen. Nebendran das Kiosk, wo ihr auch täglich Brötchen bestellen könnt. Auch Prospekte könnt ihr hier bekommen. Ein Blick auf den Campingplatz zeigt, wie schön der angelegt ist. Ihr habt frisches Trinkwasser zur Versorgung und die Recyclingstation ist auch wunderbar gepflegt. Ende Oktober, als wir dort waren, war das Restaurant geschlossen. Man hat jedoch draußen im Biergarten eine Sitzmöglichkeit gehabt. Und hier nochmal einen schönen Blick auf die tolle Anlage hier. Überall auf der Anlage verteilt sind solche Ver- und Entsorgungsstationen. Und hier habt ihr das Sanitärgebäude mit einer Spül- und Waschküche. Sehr großzügig, geräumig und einer Mikrowelle. Hier nochmal die Auffahrt zum Campingplatz, links das Sanitärgebäude, wo sich nochmal eine Chemie-Toilette-Entsorgung befindet und ihr kommt nur mit dem Chip da rein. Die Toiletten sehr sauber gepflegt, in die Jahre gekommen. Die Waschräume selber hat man neu gemacht. Die Moni filmt hier bei den Damen und wie ihr erkennen könnt, ja, macht was her. Haben sie sich wirklich Mühe gegeben und alles saniert. Zum Schluss nochmal der Stellplatz. Wir hatten einen Komfortstellplatz im blauen Bereich. Nach der Stellplatzführung gab es Frühstück und dann geht's ab zu den Unternehmungen. Wir sind mit unserem Mietauto, das wir in Rosenheim in Empfang genommen haben, vom Campingplatz zum
Parkplatz Hammerstiel gefahren und von dort aus sind wir dann auf die Grünsteinhütte hochgewandert. Das sind 400 Höhenmeter, geht die meiste Zeit relativ steil, aber konstant nach oben durch einen wunderschönen Wald. So ein kleiner Waldweg, der dort hochführt. Erst zum Schluss bei der Hütte wird der Weg etwas breiter, bis wir dann an der Grünsteinhütte ankommt. Die liegt wunderschön auf dem Grünstein, wie ihr hier sehen könnt. Ihr könnt auch weiter hinten hochlaufen, noch auf den Gipfel des Berges. Und auf der anderen Seite kann man wunderschön runterschauen, direkt auf den Königssee. Traumhaft. Wir sind dann dort auch verweilt, haben das ein oder andere Bier oder Radler getrunken und etwas gegessen. Hier gibt es wirklich bodenständige Hausmannskost. Können wir wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal hier seid, geht auf die Grünsteinhütte. Hoch zu Sommer 1 Stunde und 2 Minuten. Sowas, ja. Gebraucht ist zur Grünsteinhütte. Jo, und da waren wir jetzt, glaube ich, keine Ahnung, gefühlte 3 Stunden gesessen. Aber es war schön. War schön, ja. Und jetzt geht's wieder runter. Vom Parkplatz Hammerstiel aus. Stand zwar unten am Parkplatz 1 3/4 Stunden, aber wie die auf die 1 3/4 Stunden kommen, keine Ahnung. Nach dieser tollen Tagestour haben wir es uns abends noch im Vorzelt gemütlich gemacht, einen Absacker getrunken und sind dann ins Bettchen gegangen. Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Wir sind hier jetzt beim Frühstück, haben die Zeitumstellung gerade gemacht und haben quasi dann, so wie ihr alle auch, 1 Stunde gewonnen. Eine Stunde länger schlafen. Juhu. Juhu! Aber dafür waren wir heute Morgen schon um 6:30 wach. Genau. Aber dafür sind wir recht früh dran, weil wir heute nach dem Frühstück werden wir noch duschen und dann geht's ab auf der Jänner. Mhm. Genau. Das heißt, wir starten hier von Grafenlehen, von unserem Stellplatz aus, laufen direkt bis zum Königssee rüber. Dort mit der Jännerbahn hoch zur Bergstation und dann geht die Tour los. Heute eine Easy-Going-Tour, also geht nicht so hoch, geht mehr runter. Wenn ihr Lust habt, bei der Tagestour heute wieder dabei zu sein, wir machen wieder Aufnahme und ja, wird uns freuen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Campingplatz Grafenlehen liegt so toll, dass ihr innerhalb von 10, 15 Minuten beim Königssee seid und dort bei der Jännerbahn-Talstation, mit der wir dann hochgefahren sind zur Bergstation. Von hier aus hat man wirklich einen tollen Blick zurück ins Tal hinunter. Wie hier zur Mittelstation, im Hintergrund links erkennt ihr Schönau. Und ruckzuck ist man dann auch auf der Bergstation. Hier gibt es die Jänneralm, hier kann man auch einkehren. Und hinter der Jänneralm hat man diese große Terrasse, wo ihr den Blick in die Berge hinein habt. Wir können das sagen, traumhaft. Wir sind dann von hier aus zurückgewandert. Die Ausblicke, die wir hier von den Wanderwegen aus gehabt haben, waren sensationell. Wie hier runter zu uns, hier der Grünstein, runter zum Königssee und die Bobbahn, die leider inzwischen zerstört ist durch ein Unwetter. Und hier seht ihr die Metterkaseralm, dorthin sind wir gewandert. Ein kleiner Panorama-Rundblick. Und ruckzuck waren wir auch schon bei der Metterkaseralm. Prost! Natürlich haben wir es uns wieder gut gehen lassen und sind ein Weilchen geblieben. Und dann kam auch die Lucy und hat aufgespielt. Wir haben uns nach einer schönen Weile von der Mittagkaseralm und von der Musi getrennt und sind dann weitergewandert Richtung Mittelstation, hatten wieder einen tollen Blick ins Tal hinunter und hier seht ihr auch unseren Campingplatz Grafenlehen und den Batzmann. Wir sind dann bei der nächsten Station angekommen. Wir sind jetzt beim Dr. Hugo Beckhaus. Mhm. Die nächste Zwischenstation, bevor wir dann wieder talabwärts fahren. Und wir sind hier quasi auf einem Balkon direkt vor dem Haus und schauen. Du trinkst schon.
Ich hab's gesehen. Okay, Prost. Genau, wir schauen hier runter ins Tal. Das ist so schön. Wir hatten einen tollen Blick auf die schlafende Hexe, wenn ihr sie erkennen könnt. Sind anschließend gemütlich mit der Bahn zurückgefahren zur Talstation, haben einen Schlender gemacht über Dorf Königssee und haben die Tagestour damit beendet. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Heute unser nächster Tag und wir machen wieder eine Unternehmung. Mhm, wir wandern wieder den Berg hinauf. Schön, gell? Mhm, ja, ja. Gestern sind wir nur runtergewandert, also von dem her gesehen. Ist alles so gut. Genau. Wir gehen heute auf die Kneifelspitze. Wir sind am oberen Parkplatz oberhalb von Maria Gern. Und von dort laufen wir los und es dürfte zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde maximal. Ja, sowas. Dürfte sein, immer schön aufwärts. Und von da oben haben wir dann einen ganz tollen Blick runter zu uns nach Berchtesgaden. Da machen wir auch eine Aufnahme dann. Ja, auch sowas von. Da oben ist die Aussicht super toll. Wird man gut belohnt für das, dass man so hochsteigt. Absolut. So, wenn ihr Lust habt, dann bleibt einfach dabei. Guckt euch das mal an, wie es auf der Kneifelspitze aussieht. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die Kneifelspitze ist eine Standardtour, die wir jedes Mal gehen, wenn wir im Berchtesgaden sind. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum, naja, es ist einfach wunderschön dort hoch. Der Weg zieht sich die ganze Zeit mehr oder weniger steil hoch, aber nach einer Dreiviertelstunde, Stunde hat man es geschafft und hat dafür einen mega schönen Ausblick ins Tal runter. Und die Kneifelspitze, die gibt schon ein Weilchen, die Bergerstelle. Am Anfang wird man von einer Miniatur Landschaft begrüßt, die mich immer wieder neu fasziniert, bevor man zur tatsächlichen Berggaststätte kommt. Man wird dann auch von dem Gipfelkreuz begrüßt, im Hintergrund schön die Berge. Und hier oben ist es einfach toll. Der Blick runter nach Berchtesgaden. Jetzt im Hintergrund der Watzmann, rechts der große, links der kleine Watzmann. Und von hier oben sieht man auch den Parkplatz, von wo wir losgelaufen sind. Hausmannskost, immer sehr lecker hier. Gedeckt oder so. Und nochmal ein Panorama-Rundblick von der Terrasse. Zu viel versprochen? Nein, oder? Also, wenn ihr mal hier seid, in Berchtesgaden, dann empfehlen wir euch, geht auf die Kneifelspitze, esst was Leckeres, trinkt was Leckeres, genießt die Landschaft. Zurück von der Kneifelspitze haben wir beim Schnuffel unser Schnuffel-Standardgericht gemacht. Spaghetti mit Lachs und Garnelen an einer leckeren Bärlauch, Tomatenpesto. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Heute die nächste Tour. Heute eine kleine Tour. Genau, wir laufen von Gasthaus Gerstreit zum Söldeköpfle. Ja, ist ein Rentnerrennweg. Hat mal einer gesagt, das ist ein Rentnerrennweg. Warum? Da geht immer schön gerade den Berg entlang. Hat mal einen tollen Ausblick runter ins Tal, aber alles ohne Anstrengung, also wirklich ein gerader Weg. Eigentlich ist der Sohle-Leitungsweg. Der Sohle-Leitungsweg. Mhm. Da haben sie früher von Berchtesgaden aus die Sohle, also das Salzwasser, rübergepumpt nach Bad Reichenhall. Und dort ist dann das Salz dann aus dem Wasser gezogen worden und quasi das Salz hergestellt worden. Ja, vereinzelt sieht man sogar noch die Sohle-Leitung. Genau. Gut, also, wenn ihr Lust habt, dann kommt einfach mit zum Söldeköpfle. Auch an diesem Tag hatten wir wieder super Glück mit dem tollen Wetter. Ein richtig schönes Wanderwetter. Und auch auf diesem Wanderweg habt ihr einen tollen Ausblick ins Tal. Und wie ihr seht, 30 Minuten
Von Gerstreit bis zum Söldenköpfle total überschaubar. Der Weg zieht sich tatsächlich recht eben am Berg entlang und wir können immer dabei ins Tal runterschauen, wenn nicht gerade die Bäume am Weg sind. Und schon sind wir da, der letzte kleine Aufstieg zum Gasthaus Söldenköpfle. Eine wundervolle Terrasse, wo ihr euch verweilen könnt, ins Tal runterblicken könnt. Traumhaft, oder? Als auch. Diese Tour empfehlen wir euch, wenn ihr in Berchtesgaden seid. Geht zum Söldenköpfle, es gibt verschiedene Wege dorthin. Wir haben heute den einfachen Weg gewählt, von Gasthof Gerstreit. Einfach den Sohleleitungsweg. 30, 40 Minuten bis zum Söldenköpfle. Hallo ihr Lieben. Hi. Wir sind jetzt hier am Hintersee. Das ist, wenn ihr von Ramsau aus durch Ramsau durchfährt und dann das Tal hintere, dann kommt ihr hier zum Hintersee. Und das ist ein ganz, ganz toller malerischer See. Und da laufen wir jetzt, gell? Wir laufen jetzt den Zauberwald erstmal. Genau, erstmal zum Zauberwald, das ist so ein kleiner Wasserfall und der ist wirklich toll anzuschauen, da machen wir ein paar Bilder, ein paar Aufnahmen und wenn ihr Lust habt, nehmen wir euch wieder mit. Genau, also wer dabei bleibt, kommt jetzt mit in den Zauberwald und zum Hintersee. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die folgenden Videosequenzen werde ich gar nicht groß kommentieren, genießt einfach nur den Zauberwald, die Wasserfälle, bis hin zum Hintersee und vielleicht besucht er ihn auch mal. Das war jetzt unsere letzte Tour im Urlaub, aber wir haben noch etwas für euch. Premiere! Ja, film's lieber nicht. Das erste Mal Pizza im Schnuffel. Wer hängt das? Selber gemachter Pizzateig. Und für unseren Katergrill haben wir uns einen Pizzastein gekauft, wo uns jetzt dann die Pizza drauf verbrannt. Ja, so sieht's aus. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, das hast du jetzt gesagt. Also, wenn er verbrennt, dann war das jetzt Ende der Vorstellung. Wenn er nicht verbrennt, dann filmen wir auch das Ergebnis. Also bis jetzt sieht es noch gut aus. Jetzt darfst du noch filmen, nachher nicht mehr. Ich kann das so nicht, wenn du filmst. Deckel auf. Au, heiß, 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 heiß. Also so sieht es mal gut aus. Genau, jetzt kommt Deckel wieder drauf. Was sagt dann? 230 Grad. Und ich würde sagen, das sieht mal so schlecht aus. Hört ihr das? Knopsel, Knopsel, Knopsel. Guten Appetit. Mausi. Hab Hunger. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Ja. Das sieht doch gut aus, oder?
Das sieht super aus. Mal super hingekriegt, würde ich sagen, oder? Jetzt gucken wir mal, wie es schmeckt. Und die war echt sau gut. Bloß vor lauter Essen haben wir vergessen zu filmen. Naja. Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Der Urlaub ist rum. Jo, so ist es halt. War aber wunderschön hier in Schönau am Königssee, auch vom Campingplatz. Grafenlehen? Genau. Nee, wir haben echt super Glück gehabt vom Wetter her. Wir haben ja einiges unternommen, wenn ihr dabei wart. Ich gehe mal davon aus, sonst wäret ihr jetzt bei der Abschlusssequenz auch nicht dabei. Ja, habt ihr durchgehalten bis jetzt. Und tolles Wetter, tolle Gegend dort, schöner Campingplatz. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass die Stellplatzführung euch gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja mal bei Grafenlehen vorbeischauen. Ja, aber vorher reservieren. Wo es als nächstes hingeht, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall seid ihr dabei, wenn ihr Lust habt. Und bis dorthin, sagen wir mal. Tschüss. Oder tschüss. Oder tschüss. Also, bis dann, ihr Lieben. Bis dann, gesund bleiben. Ciao, ciao. Ciao, ciao.